Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, liebe Geschwister aus der Gemeinde Life Unlimited. Ich bin die Irene und ich begrüße euch zu einem neuen Input der Gemeinde Life Unlimited. Ich möchte euch heute den Psalm 63 vorlesen und den hat David so genannt, wie ich das auch machen würde. Der Psalm heißt: Gott, ich brauche dich. Gott, du bist mein Gott. Ich sehne mich nach dir, ich brauche dich. Wie eine dürre Steppe nach Regen lechzt, so dürste ich, o Gott, nach dir. Ich suche dich in deinem Heiligtum, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Deine Liebe bedeutet mir mehr als mein Leben, darum will ich dich loben. Mein Leben lang werde ich dir danken und meine Hände im Gebet zu dir erheben. Ich juble dir zu und preise dich. Ich bin glücklich und zufrieden, wie bei einem festlichen Mahl. Wenn ich in meinem Bett liege, denke ich über dich nach. Die ganze Nacht sind meine Gedanken bei dir. Denn du hast mir immer geholfen. Unter deinem Schutz bin ich geborgen und darum kann ich vor Freude singen. Ich klammere mich an dich und du hältst mich an deiner starken Hand. Ja, wie oft habe ich das schon erlebt, dass wirklich Situationen aussichtslos erschienen sind und dann hat Gott eingegriffen. Und ganz besonders der letzte Vers, der Vers 9, ist so das, was meinem Herzen entspricht. Ich klammere mich an dich und du hältst mich mit deiner starken Hand. Das ist ein gutes Gefühl. Das ist keine Abhängigkeit, sondern ein sehr gutes Gefühl, im Guten sich an jemanden zu klammern und zu wissen, dass wenn du diese Person brauchst, die ist immer da. Die ist immer da. Die lässt dich nie los, die lässt dich nie fallen, die lässt dich nie ins Unglück stürzen. Diese Person ist immer da. Und das ist die einzige Hand, die einzige starke Hand, die dir und mir helfen kann. Und das ist die Hand Gottes. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du vielleicht nochmal diesen Psalm 63 durchliest. Das waren jetzt Verse 2 bis 9. Und nochmal nachdenkst und nochmal wirklich dich zurückerinnerst, wie viele Male diese starke Hand dir die Kraft und den Mut und die Freude und den Frieden geschenkt hat, um wieder aufzustehen, um wieder weiterzugehen. Und dann wünsche ich dich, klammere dich an unseren Gott, an den Herrn, der wirklich dir diese starke Haltung bieten kann und anbietet Tag für Tag, sagt er: Ich klopfe, antworte mir, lass mich dich führen im Leben, lass mich dich leiten. Klammere dich an diesen Tag an die starke Hand des Herrn. Ich wünsche euch einen gesegneten Tag und bis zum weiteren Input der Gemeinde Life Unlimited.